Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich habe ein Problem. Sie liegt seit Monaten im Koma. Da vorne liegt meine Mutter! Die Mauer ist weg. Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Alles, woran sie glaubt, hat sich ein paar Monate in Luft aufgelöst. Einfach so. Nur jetzt ist sie aufgewacht. Einen zweiten Infarkt wird sie nicht überstehen. Ja, nur die Gefahr einer Aufregung von ihrer Mutter fernhalten. Was soll ich denn jetzt machen? Der ganze Krempel muss hier raus. Mama muss das Zimmer genauso vorfinden, wie sie es verlassen hat. Sich ja gar nichts verändert hier. Was soll sich auch schon verändert haben? Ich hab so einen Heißhunger auf Spreewaldgurken. In Spreewaldgurken? Mensch, Junge, wo lebst du denn? Wann soll ich denn die Fernseh gucken können? Ja, 3, 2, 1, Berlin. In den DDR-Botschaften Prag und Budapest. Wie ist das mit den 20 Mark? Hier ist die Arbeit. Ist das Gras auf der Wiese, das Korn auf dem Feld? Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt. Alex? Und wir lieben dich alle. Was ist denn das? Thank you.